Dies sind die Abenteuer von Burst, Filmer und Sonntag auf ihrem Weg zum Spiele Olymp. Fertig machen. Ach, halt's Maul. So, moin, hier ist mal wieder der Burst-Filmer und Sonntag. Wiedermals bei GTA 4. Diesmal zu einem Duell in der Luft mit Helikoptern. Werden wir uns gleich bekämpfen und schauen, wer der beste Heli-Pilot ist unter uns beiden. Sonntag hat sich... Ja, Entschuldigung? Ja, dazu fällt mir ein, ne? Weißt du eigentlich, was ein Engel ist, der in Misthaufen fällt? Na? Weißt du nicht? Nö. Das ist ein Kotflügel. Okay, gut, war schlecht. Ja, weiter. Gib mal Gas, du Kotnascher. Flieg zu deiner Kiste, sobald du da bist, steig ich ein. Alles klar. Geht es los. Also, wer ist der bessere Flugzeugpilot, ne? Heli. Ja, wer knallt wen als erstes vom Himmel? So, passt schon. Los geht's, ich steig ein. Interessiert mich nicht, was du machst. Ich klopf dich eh weg. Wie schießt man mit Viereck? Ne? Mit Viereck schießt man, ne? Ja, mit Viereck. Das ist jetzt nicht ernsthaft! Nein. Ich bin doch ein Fußschrauber. Alles gut. Wo bist du denn? Am Arsch, Mann, am Arsch. Ich hab den Abschied jetzt. Ey, ich flieg hier oben irgendwo. Wo bist du denn drin? Du bist tot, Mann, du bist ins Wasser geflogen. Ich bin überhaupt nicht ins Wasser geflogen, nein. Bist du Richtung Norden geflogen, oder? Ich bin immer noch beim Hubi-Landeplatz. Echt? Da sehe ich dich aber nicht. Du musst irgendwie... weiß ich nicht. Ist das ein Fehler? Ein Computer oder so? Also... Hä, du bist bei mir aber auch nicht hier. Also du bist ein bisschen weiter weg. Ach, du bist tot gewesen. Nee, ich flieg die ganze Zeit hier rum. Jetzt sehe ich gerade die Freiheitsstatue. Oh, sieh mal die Freiheitsstatue. Ich glaube, die hat gar keine Macke in der Hand, sondern eine Eiswaffe. Und das ist wohl ein Show. Meinst du nicht? Du bist irgendwo ganz anders. Du kannst gar nicht bei der Freiheitsstatue sein. Guck doch hier rum. Siehst du mich nicht? Ich hab dich gerade gesehen. Du hast da gerade so eine Rechtskurve. Ne? Ich schau mal jemanden auf Karte. Schnacker, du bist ganz woanders, ey. Aber ich seh dich. Das geht gar nicht. Ich bin gar nicht in der Luft. Komm mir doch mal entgegengeflogen. Ja, wenn die Steuerung hier mal irgendwie funktionieren würde, würde ich das auch machen. Warte, ich bin unter... Boah. Okay, alles klar. Aber laut meiner Karte musst du unter mir sein. Du bist zu Fuß unterwegs, ne? Ich bin gleich unterwegs. Ich bin über dir. Ich muss mal nach oben kommen. Kannst du das nicht? Du musst einfach mal Steuerkreuz oben drücken. Und dann siehst du, dass ich da irgendwo... Ich sehe dich. Du bist gerade unter mir. Untergeflogen. Das ist ja geil. Es ist so. Ja, ja. Ich sehe dein Auto da hinten. Welches Auto, ey? Das, was ich jetzt bombardiere gleich. Keiner hat hier ein Auto. So ein Auto kann ich mir gar nicht leisten. Boah! So. Ach, scheiße, ey. Siehst du, jetzt bin ich direkt über den Hubschrauber an dem Platz. Kannst du mich mal am Arsch lecken? Ich hab dich eben laufen sehen, ja? Nicht. Wo bist denn du, ey?
Oh, es ist eine scheiß Steuerung. Wo bist du denn jetzt? Man kriegt das Heck gar nicht rum. Ich sehe dich nicht. Oh. Ich bin direkt vor dir. Nee? Ach, da bist du. Oh! Ja, sehr gut, haben wir dich getroffen? Nein, wir haben uns fast gerammt. Ja, komm, du Penner, ey. Ich schubst dich gegen den Turm da, ey. Was machst du denn da? Landest du gerade, oder? Was bist du denn für also, oder? Habe ich mich verguckt? Ah, ne, da fliegst du. Alter. Jetzt gibt's Hacke mit Peter. Nee. Ach, da. Ist der schon wieder aufs Meer geflogen, wo war ich ein. Willst du weich landen, oder? Zack. Alter, du schießt ja auf mich, du Arsch. Wieder Ugan. Geil! Das war die zweite Maschine, Leute. Zondag hat noch eine versammelt, ey. Oh Mann. Alter. Ich wurde bei der US Army ausgebildet. Das ist der Grund. So, warte, ich hol dich eben ab. Geht das schneller? Ja, kannst du mal hier bitte auf Boulevard landen? Ja, mach ihn. Oh, Scheiße! Gelandet! Ich wollte einen Rundflug, nicht so eine Scheiße. Bitte. Kann man mit dem Ding noch. Kann man mit dem Ding noch fahren, ey? Nee, schade. Ich weiß nicht, irgendwie. Ich glaube, wir haben mit 7 Minuten damit verbraucht. Ja, man könnte andenken, man könnte denken, du wärst der Sieger. Aber ich denke, nee. Wir müssten das nochmal in einer Entscheidung aus. Wäre ich auch für. Also, das war ein langweiliger Kampf. Ja, dann bis morgen und auf die Entscheidung. Okay, ciao. So, hier ist wieder der Burstfilmer und Sonntag. Wir haben immer noch keine Entscheidung treffen können, wer der beste Hubschrauberpilot ist. Es ist mittlerweile Abend geworden in Liberty City und wir haben uns jetzt gedacht, versuchen wir doch einfach mal auf der Freiheitsstatue zu landen. Na, aber in erster Linie haben wir uns gedacht, jetzt erstmal Händchen zu halten, oder? Also, ne, guck mal, wo deine Hand ist, ne? Ich bin froh, dass du deine Hand nicht an meinen Po steckst, ey. Weil wer Tiere, Leichen und Kinder, ne? Ich sag nicht mehr. Aber gut, ja. Ja, Dr. House. Okay. Dann würde ich sagen, jeder geht jetzt zum Hubi, der ihm gefällt, und dann starten wir. Alles klar. Auf geht's. Ich bin drin. Ich bin sowas von drin, ey. Schön für dich. Ja, ich auch. Wo ist denn überhaupt? Weiß ich auch nicht. Ich auch gerade gedacht. Scheiße. Ja, die muss man auch sehen können vom Weiten, oder? Ja, es ist dunkel, Mann. Ah, ich muss mal. Yeah, Baby. Ich muss eine Markierung setzen. Ich hab sie schon. Ich bin gleich da. Da, du bist. Aber die Kunst ist nicht anzukommen, sondern drauf zu landen. Eistüte oder Korb? Ah, ich habe richtig den Rückstand, glaube ich. Verdammt. Aber ich sehe dich. Da ist so ein weißer Punkt hinten. Der leuchtet so schwul, das kannst nur du sein. Wenn die Steuerung auch gut wäre, dann könnte man das vielleicht wirklich machen. Ah, komm, komm, komm. Ah, Mann, ey. Ist das hier oben windig, oder was? Alter, ich sehe die Freiheitsstatue immer noch nicht. Oh, ich fliege voll dran vorbei. Ich muss dann nach rechts. Oh, jetzt sehe ich sie. Ich hab sie. Ich hab sie. Ich hab sie. Oh yeah, Baby. Komm. Ich lande auf deiner Eiswaffe.
Perfekt. Ich bin perfekt. Verpiss dich da. Ah, scheiße. Andi. Oh. Das ist richtig schwer. Warte. Wieder hoch. Nicht da unten hin, sondern auf die. Als Maul. Ja, was denkst du, was ich hier die ganze Zeit versuche? Ich mache einen Crash. Ich habe die Statue gecrashed. Entweder Kopf oder Eiswaffel. Wir dürfen die Statue nicht crashen, sonst sind wir Terroristen aus dem Islam oder so. Also, ne? Wir müssen schon so kulturelle... Ja, Religion. Komm! Ah, fast gelandet. Der ist Anil, Profi. Oh. Du landest da in 100 Jahren nicht drauf. Ey. Oh. Ah! Ey! Oh Mann, der rutscht ja immer runter! Ey, das ist dich! Lauf zu schießen, du Arsch! Ah, verdammt, ich bin vorbei! Nein. Ich versuche jetzt mal den Kopf, ey. Aber ich glaube, da zersiebelt man sich den Rotor, oder? Ja, der rote. Nö, das ist alles gut für den Rotor. Mach mal. Mach es schon. Ey, der ist aber auch scheiße. Ah, fast. Ich ramm dich da gleich so weg, ey. Ah, Kacke. Da bist du schon eh weg. Boah, fuck, ich war eben drauf. Ja, aber du stehst ja nicht. Ach, ist das schwer, ey. Bist du überhaupt? Ich bin direkt auf der Statue. Ich bin gelandet. Siehst du? Ja, oh Mann, scheiße, ey. Wie soll man denn auf so einen Elendhaufen, wie soll man denn auf so ein freiheitsstaatliche Statur, wie soll man darauf landen? Nein, das ist ja auch ein bisschen, nachher fühlen sich die Amerikaner angepisst, aber ich will ja gar nicht das World Trade Center weghauen, so, ich will ja nur darauf landen, oder? Auf dem World Trade Center dann? Wir sind ja auch in Liberty City und nicht in New York. Sorry. So sieht's aus. Nee, genau, siehst du, und die Freiheitsstatue, die Kaffeestatue, siehst du, die hält einen Becher Kaffee in der Hand, das war's nämlich. Also hier hat keine Fackel hier in der Hand, sondern einen Becher Kaffee. Wieder was gelernt. Auf jeden Fall. Oh, scheiße, mein Hubi, der macht Geräusche. Ja, der ist aber schwul. Alter, Ruhe, ey, ich schieß dich gleich ab. Komm, lande! Oh Mann, ey! Oh, Kacke, einmal noch gegenkommen und ich bin im Arsch. Ja, ich schaff's trotzdem, ey. Den Sonntag zu verlieren, das ist... Nein, meine Rotoren sind ab! Scheiße! Bist du tot? Ich bin abgeschmiert! Juhu! Yeah! Ja, super, meine Rotoren hat zerlegt. Sonntag, Fürst der Finsternis in der Nacht, hat gewonnen. Es sei dir gegönnt. Verdammte Scheiße, ey! Ja, Leute, das war's dann für heute, ey. Sonntag gewinnt, ich kann's nicht glauben. Wir sehen uns beim nächsten Mal.